So be careful how you talk to me. Cause there's only one king. Moin Leute, herzlich willkommen zur 7. Folge von Ark Ragnarök hier auf meinem Kanal. Nicht vergessen, heute Abend 17.30 Uhr, Montag, den 14. mache ich einen kleinen Event-Stream, da ich auf Twitch nun endlich 10 Follower erreicht habe. Es hat etwas mit dem Wasser hier zu tun. Mehr Infos werde ich euch jetzt noch nicht geben. Es würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet und jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. Genau. Ich muss mich immer mal kurz daran erinnern, was ich überhaupt machen wollte. Die Sachen brauche ich erstmal nicht, weshalb ich die erstmal hier vorne reintun, also überall wieder reintun werde, wo sie halt hingehören. Feuerstein hier rein. Metall kommt hier rein und das Stroh nutze ich zum Befeuern vorerst. Ach komm, nee, für die 5 Dinger mache ich das Ding jetzt nicht an. Perfekt, das erste ist schon jetzt vor. Ne, das war von meinem eigentlichen Vorrat. Naja. So. Die restlichen Mejo-Bären tue ich jetzt wieder in den Schrank, in dem erstmal alles Zeug so reinkommt. Und ich kann ja schon mal diese Samen hier anpflanzen, denn ich will unbedingt dann anfangen zu kochen. Und hallo? Kann ich mehr als einen Samen einpflanzen? Nee, kann ich nicht. Oh. Gut, dann mache ich erstmal die 2 Sachen. Werde dann noch. Erstmal muss ich dann die Bodenplatten dafür bauen. Das. So. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nice. Let's go, ich nehme den blauen Drop. Da können gute Sachen drin sein. Vielleicht eine Blaupause, vielleicht für irgendeine Waffe oder so. Das würde mir ziemlich gut gefallen. Ansonsten würde sich die 10 Punkte, die ich für Crafting ausgegeben habe, immer noch nicht lohnen. Ich habe mich da nämlich mal reingelesen. Das bewirkt, dass ich Sachen schneller herstellen kann. Und Sachen, die ich als Blaupausen habe, bei denen es. Das kann jetzt nicht wahr sein. Wieso? Wieso immer der Wasserschlauch? Das ist jetzt nicht wahr. Piss dich. Also 39 verdorbenes Fleisch hat er mir jetzt geklaut. Also echt. Und wegen solchen Sachen komme ich immer eine Sekunde zu spät. Dass hier Schildkröten chillen, wusste ich nicht. Metalldecke? Okay. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, was ich mit anfangen soll. Aber es kann immer sein, dass. Obwohl kann das sein, dass die Sachen, die auf den Dingern sind, weniger kosten. Ja. Hier vorne sind auch Fische im Wasser, weshalb da diese Vögel sind. Und will ich jetzt lieber nicht zu nahe kommen. Gut, solange es mich nicht umbringen will, ist alles in Ordnung. Gut.
Ach ja, genau, direkter Headshot macht noch mal ordentlich was mehr Damage. Ja, gehe ich weiter in den Nahkampfschaden. Ich bräuchte echt mal einen männlichen. Am geilsten wäre halt wirklich ein männlicher Tag, dass vielleicht die Tag-Eier legen. Ich glaube, dass. Ich weiß nicht, ob das mit einem normalen funktionieren würde. So, aber jetzt erstmal. Genau. Techie nehmen. Runter zum Wasser. Oder fange ich hier oben an? Nee, ich gehe runter zum Wasser, um das zu machen. Ah, hier gerade straight durch ist die längste Route zum Wasser. Ist natürlich wieder optimal. Hätte ich vielleicht doch lieber ein bisschen weiter von der Base weggebaut. Das hier sind jetzt einfach nur. Ich würde gerne wissen, ob du einfach nur ein langes Wasserrohr bist oder ob das hier. Bauplan Steinwasserrohr schräg. Ja. Also vom Namen her schätze ich mal, dass es das ist, was ich brauche. Und da ich gerade nicht weiß, wie lang die Dinger sind, weiß ich auch nicht, wie viel ich herstellen muss. Nein, ich. Ist das schon wieder eins zu weit zur Seite getriggert? Ach, nice. Bibi Wissmann. Ich weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen soll, sorry. Nice, dass du wieder da bist. Bis wohin kann ich das Ding platzieren? Bibi. Okay. Kann ich die Dinger überall platzieren? Also, wenn die mir das jetzt sagen, wenn die mir jetzt wirklich sagen. Einfach nur Simon reicht. Achso. Muss doch am Wasser gesetzt werden. Alles klar, Simon. Nice. Mal sehen, wie. Wo muss ich das. Echt jetzt? Ich kann das Ding jetzt einfach. Ja. Scheiße. Ich habe jetzt unnötig viele gerade Rohre gebaut, um das die Dinger hier zu bewässern. Obwohl ich die jetzt nicht mehr brauche. Ich brauche jetzt nur noch Rohre, die nach oben gehen. Denn die gehen nur geradeaus. Ach, weißt du was, ich. Und der Parasit. Der Para ist schon wieder nur auf. Ich vergesse immer, den auf Folgen zu stellen. Ich freue mich schon auf die Zeit, wenn das Ding in meinem Kopf, was ich Gehirn nennt, wieder aktiv wird und mir hilft dabei zu leben. Es ist nämlich ziemlich schwer ohne. So. Wollen wir noch mal sehen. Ich werde höchstwahrscheinlich noch ein paar mehr Rohre verlegen müssen. Aber trotzdem werde ich keine 60 von den Rohren nach oben brauchen. So wenig wie ich jetzt gerade noch 14 von denen geradeaus brauche.
Im Berg ist auch eins, aber das scheint nicht connect. Hallo? Geht's auch in die andere Richtung? Anscheinend nicht. Und jetzt weiß ich nicht, ob das schon hoch genug ist, um rüber zu führen. Gut, der kommt mir auch hinterher. Ist bei denen manchmal ein bisschen problematisch, weil sie überall stacken. Okay, gut. Nee. Und ich kann nicht auf den laufen. Das heißt, ich komme nicht zu dem da oben. Gut, in Fällen, in denen ich mich bewegen muss, ist es halt schön, wenn ich. Wenn es ein bisschen schneller gecraftet wird, alles. Oh, perfekt. Es ist perfekt drüber. Das heißt dann aus Versehen. Okay. Jetzt, was brauche ich für dich noch? Zement war es, oder? Sag es mir. Bitte sag es mir, sonst werde ich hier noch verrückt. Holz. Oh, also. Ist ja noch einfacher. Ist ja nicht so, als hätte ich davon eben erst genug gefarmt. Techie, fall mir dabei jetzt bitte nicht runter. So, hier. So, jetzt kann ich hier immer wieder das Wasser auffüllen. Die Felder sollten. Ja, jetzt bekommen sie Wasser. Sie sind bepflanzt, haben kein bisschen Treibhauseffekt, sind nicht gedüngt. Aber man sieht 600 von 600 bei bewässert. Also es ist bewässert, es ist nur bisher noch nicht gedüngt und der Treibhauseffekt. Ja, das ist ein bisschen schwer zu machen. Setze ich dich erstmal auf. Nicht mehr folgen. Das haben wir irgendwie wieder klar. Wie lange brauchen die Dinger noch? Ich will eine Anzeige. Kann das Game mir nicht einmal zeigen, was ich wissen will? Okay. Ich glaube, ich wollte die Steine hier drüben reinpacken, wegen. Genau, damit ich dann auch später Schießpulver herstellen kann. Und alles, damit ich hier schon mal ein bisschen was drin habe. Oh, okay, ich habe wieder ordentlich davon. Die kommen erstmal hier rein, weil ich sie sicherlich später nochmal brauchen werde. Das hier switche ich mal kurz hier rein. Die Blaupause kommt noch hier rein. Ah, klärt so lange. Ja, es ist ein riesiges Game. Also wirklich. Also es ist nicht nur ein riesiges Game, es hat irgendwie. Nein, 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 kein Ordner. Da hab ich grad keinen Bock. Es ist ja nicht nur ein riesiges Game. Es sind ja viele unterschiedliche riesige Maps, die teils nochmal mit unterschiedlichen Ressourcen arbeiten. Also zumindest mit unterschiedlichen Sachen, die man so herstellen kann. Ja, wollte gerade sagen, kommt er da gerade überhaupt noch durch, aber 97 GB. Holy shit, das ist ordentlich was. Ja. Oh, es ist so ein Unterschied, wenn ich hier diese Dinger abbaue und auf einmal es dunkel ist. Das tut so leicht in den Augen weh, wenn dann diese weiße Schrift, dieses Blaue da ist.
Narkobeerensamen ist auch geil zum Anbauen. So, jetzt noch mal ein bisschen zurück. Oh, ich kann fast nicht sehen, dass das vor mir ist Stein. Das kann ich noch erkennen. Ach, es ist manchmal schwer. Ich habe mich immer noch nicht wirklich informiert, wie man die Gamma, wie man Gamma umstellt. Also klar, in den Einstellungen weiß ich ja. Mein LED ist sicher. Ach, runter. Ja. Oh. Komm. Mein Freund. Ah ja. Also ja, wie schon gesagt, es ist immer geil, das mit einem Kumpel zu spielen oder mit mehreren. Weil du kannst es alleine nicht durchspielen. Das kannst du nicht, das wird nichts. Dazu ist das Spiel zu groß, zu umfangreich. Und auch was Rezepte erlernen angeht, ist es einfach viel zu viel. Hier kommen erstmal wieder alle Samen rein. Ja, ne? Ups. Erstmal wieder einen Tisch schlagen. Gut, dass ich weiß, wo ungefähr alles ist. Nice, damit werden jetzt wieder 17 Narkotik hergestellt. Was im Endeffekt auch wieder nicht so viel ist. Hast du ein neues Ei gelegt? Ja, da ist es doch. Genau, ich wollte jetzt noch einen Kompost bauen. Habe ich den Kompost schon gelernt? Da ist der Futterdruck, da sind das Beet. Ein Komposter habe ich anscheinend noch nicht gelernt. Suchen. Sollte an sich reichen. Kompostbehälter. Kochtopf mache ich auch schon mal und für den Kompass haben wir schon. Habe ich schon eine Blaupause gefunden. Das heißt, das brauchen wir nicht. Dodos immer im Leben gehen. Die haben davon sehr wenig. Und so. So, jetzt muss ich nochmal überlegen. Vor 2 Sekunden wusste ich noch, was ich machen will. Ich weiß, ich hatte es gerade wieder kurz im Kopf. Komposter. Wo ist der jetzt schon wieder? Da. Wenn ich für eine Sekunde sehe, was ich dafür brauche, dann weiß ich nicht, was ich dafür brauche. Mach ich's halt so. Stroh, Holz und Fasern und davon nicht mal wirklich viel. Stroh, Holz. Fasern. Och nö, ich habe irgendwo meine Pfeile hingetan. Und ich weiß gerade nicht mehr, wohin. Es fällt mir gerade einfach nur so auf. Ja, hier sind sie doch. Was brauche ich jetzt für Stein? Nicht Stein, sondern Holzfundamente. Das war's auch schon wieder mit der 7. Folge von Ark Ragnarök hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nicht vergessen, heute Abend 17.30 Uhr Livestream. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Und bis dahin, ciao, Leute.